Adventfragen, die vierte. Es geht um, das Wort ist Fleisch geworden. Das ist etwas, was wir am Weihnachtstag hören, über das Weihnachtsgeheimnis. Und jemand fragt, was bedeutet eigentlich das Wort, griechisch der Logos, ist Fleisch geworden. Nun, vordergründig betrachtet heißt es einfach, Gott ist in Jesus Mensch geworden. Ja, das sagt man so einfach, das stimmt natürlich auch. Aber wie kann man das tiefer verstehen? Und ich habe da einen Zugang gelernt, der mir hilft zu verstehen, was wir eigentlich tun, zunächst mal, wenn wir Wörter sagen, wenn wir sprechen. Und ich möchte einfach zunächst mal den Unterschied machen zwischen jemand plappert oberflächlich daher und jemand anderer spricht über denselben Inhalt, hat aber wirklich was zu sagen. Ich habe das manchmal als Hochschullehrer gemerkt, wenn ich Prüfungen abgenommen habe. Da gibt es Leute, die haben brav gelernt und wiederholen das, was im Skript steht oder was der Professor gesagt hat. Und naja, wenn es nicht völlig falsch ist, dann gibt es ihm halt auch eine 2. Und dann gibt es plötzlich Leute, die das, worum es da geht, wirklich durchdacht haben, verinnerlicht haben, mit Leidenschaft sich darauf eingelassen haben. Und wenn die dann selber ins Sprechen kommen und auch noch verstanden haben, dann haben diese Worte auf einmal Gewicht. Du merkst, dieser Mensch hat was zu sagen. Er hat sich's angeeignet und sagt es jetzt und will, dass in seinem Sagen die Sache selbst gesehen wird, die er da ausdrückt. Das heißt, er will nicht einfach selbst gesehen werden, sondern er will, dass jemand die Sache anschaut und nicht, dass jemand auf seine geplapperten Wörter schaut und sagt, na toll, hast du es gemacht, sondern dem geht es wirklich um die Sache, die er da spricht. Und es hat Gewicht. Und wenn du sowas merkst, dann merkst du plötzlich auch, ja, die Sache, die der da mit Leidenschaft und mit Engagement sagt und verstanden hat, die interessiert mich jedenfalls mehr, als wenn einer von vornherein nur plappert. Die haben mehr Gewicht. Das hat die Kraft, in mir was zu erzeugen, nämlich Interesse, Leidenschaft, Liebe für dieselbe Sache. Und jetzt sagen wir, Jesus ist Gottes Wort. Das heißt, von dem Bild, das ich vorhin gebraucht habe, Gott sagt sich in Jesus ganz aus und sagt gewissermaßen den Menschen, in diesem Jesus bin ich, Gott Vater, ganz gegenwärtig. In dem spreche ich mich ganz aus. Und Jesus selbst in seinem Handeln, dem geht es nie einfach nur um sich. Der will mit allem, was er ist, auf das Geheimnis Gottes verweisen und darauf, welche Sendung er für den Menschen hat, wofür er gekommen ist. Das heißt, in diesem Wort Gottes, in diesem Fleisch geworden, liegt das ganze Gewicht von Gottes Liebe und Gottes Sich-Sagen drin. Und wenn jemand nun das, was Jesus tut und sagt und wie er ist, wenn das jemand an sich ranlässt und jemand fängt an, das mit dem Gewicht zu spüren, das darin mitgesagt ist, dann fängt in ihm etwas zu wachsen an. Dann fängt in ihm die Faszination für Jesus an zu wachsen. Und er fängt an, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und er fängt an, Jesus zu lieben und spürt, in dem ist das Geheimnis Gottes gegenwärtig. In diesem Jesus hat sich Gott ganz ausgesagt. Ich hoffe, dass derjenige, der das gefragt hat, nun ein wenig hinspüren kann, wie man verstehen könnte, dass das Wort Fleisch geworden ist in Jesus und dass es für uns darauf ankommt, hinzuhören mit offenem Herzen, offenen Ohren, offenen Augen und zu lernen, wer da ist,
der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Glaubst du, dass dieses Wort Gottes das kleine Baby ist, das an Weihnachten zu uns kommt und noch kein Wort sprechen kann?